Hallo, mein Name ist Cordula Nentwick und ich bin Ingenieurin für Biotechnologie. Ich möchte dir gerne zu dem folgenden spannenden Thema ein paar Zusatzinformationen geben. Die sechs besten Hilfen bei grippalem Infekt. Die erste Hilfe, ab ins Bett. Kranke Helden sind nämlich keine. Zum Bett ist zu sagen, sieh zu, dass du gut schwitzt und dass du dir zu dem Zweck auch Wechselwäsche bereitlegst. Die zweite Hilfe, wenig essen, viel trinken. Lass am besten alle fettigen oder anderweitig belastenden Sachen weg, denn die belasten dich und machen dich zusätzlich müde und jetzt braucht dein Körper alle seine Kraft, um den Infekt loszuwerden. Und lass auch Zucker und Produkte damit weg, denn Zucker kann deine Darmbakterien durcheinander bringen. Du hast ungefähr 2 Kilo Darmbakterien dabei und die meisten davon helfen dir und sind gut und die möchtest du nicht beeinträchtigen mit Zucker. Was du viel tun solltest, ist Tee trinken, gerne auch Gemüsebrühe und Paprika essen, also Gemüsepaprika und auch Zitrusfrüchte sind super. Wo auch viel Vitamin C drin ist, ist Kohl, aber der ist vielleicht ein bisschen schwer verdaulich, deswegen würdest du den erst wieder essen, wenn du wieder richtig fit bist. Die dritte Hilfe, viel Vitamin C essen. Du kannst bis ungefähr 5 Gramm pro Tag essen. Was zu viel ist, wird mit dem Urin wieder ausgeschieden und das zu viel ist, merkst du, wenn du Durchfall bekommst. Das ist also vollkommen unproblematisch, aber wenn du erkältet bist, dann kannst du mehrere Gramm Vitamin C am Tag wirklich auch verbrauchen. Du kannst es als Pulver nehmen und zwar mehrfach am Tag, ungefähr 1/4 Teelöffel, einfach hinten in den Mund und runterspülen mit Wasser oder einem Stück Obst. Oder du kannst es als Retard-Kapsel nehmen, das sind so viele kleine Kügelchen in so einer Hartkapsel. Da musst du aufpassen, dass du nicht über 70 Milligramm Selen am Tag kommst, das sollte man lassen. Das kannst du aber einfach ausrechnen, denn die Dosierung steht immer drauf auf der Packung. Bei Vitamin C beachtest du am besten nie auf leeren Magen, ideal ist mit Obst und auch nie mit Kaffee, weil beides zusammen würde deine Magenwände zu sehr reizen und du möchtest ja nicht zusätzlich auch noch Bauchweh bekommen. Das vierte, Leberwickel. Ganz altes Mittel, am besten mittags. Die Bauanleitung ist, du nimmst einen feuchtwarmen Waschlappen, legst dir den auf die Lebergegend, das ist so am rechten Oberbauch von dir aus gesehen, so ein bisschen über den Rippen. Dann legst du darüber ein trockenes Handtuch, darüber eine ungefähr 60 Grad warme Wärmflasche und darüber wieder das Handtuch, wickelst dich damit ein oder nimmst auch eine Jacke zum Festhalten, dass diese ganze Sache nicht verrutscht. Und damit legst du dich hin und hältst ein Nickerchen. Ich garantiere dir, du wirst schlafen wie ein Engel. Die fünfte Hilfe ist ein traditionelles Mittel, aber gewöhnungsbedürftig. Einläufe. Einläufe sind sofort fiebersenkend und zwar 1 bis 1,5 Grad Celsius. Ist total irre. Auch Kopfschmerzen gehen von Einläufen ganz hervorragend weg. Aber es ist natürlich, so ein bisschen Geschmäckle dabei. Eine kostenlose Anleitung für Einläufe findest du auf meiner Webseite www.frischgewinnt.de im Downloads-Bereich. Und die sechste Hilfe, die ist auch fast ein bisschen mehr langfristig, damit du es nicht gleich wiederbekommst, die Ernährung verbessern. Versuche Zucker, Weißmehl und Milchprodukte zu minimieren. Zucker bin ich schon drauf eingegangen. Weißmehl ist im Grunde das Gleiche. Das sind nur lange Ketten von Einfachzuckern und die möchtest du genauso vermeiden, um deine Darmbakterien zu schützen. Und in Milchprodukten sind heute einerseits viele Antibiotika schon drin und andererseits natürlich auch Giftstoffe, die sich über die Nahrungskette in diesen tierischen Produkten ansammeln. Deswegen solltest du diese drei Sachen möglichst meiden. Dagegen ist täglich Veggie-Joghurt, also nicht Milchjoghurt, sondern Veggie-Joghurt, eine super Sache, um deine Darmbakterien wieder anzuimpfen. Auch frisches Sauerkraut und Ähnliches, da gibt es ganz viele Sachen. Nur mit manchen muss man ein bisschen vorsichtig anfangen, also Brottrunk zum Beispiel nicht gleich 1/4 Liter runterkippen, sondern erstmal teelöffelweise anfangen. Gemüse und Obst solltest du maximieren, ganz viel, so viel wie reingeht. Daran schön satt essen. Du solltest dabei aber darauf achten, dass du Bioware nimmst, denn die vergiftet nicht deine wichtigen Darmbakterien. Obst und Gemüse wird ja gespritzt, um Tiere zu töten, also Insekten oder zum Teil eben auch Pflanzenkrankheiten. Und
Genau das Gleiche machen diese Gifte, die da vielleicht auch noch drauf sitzen, in deinem Darm. Die desinfizieren dich innerlich und damit sind die Darmbakterien, die dich eigentlich schützen sollen, weg. Deswegen ist es gut, auf Bioware umzusatteln, wenn man sich das irgendwie leisten kann. Wenn man saisonal und regional einkauft, ist das meist halbwegs machbar. Auf meiner Webseite frischgewind.de findest du ganz viele gesunde Rezepte sowie E-Books und einen Online-Kurs zur Umstellung auf artgerechte Ernährung, wie ich das nenne. Das kannst du bequem von zu Hause aus machen mit diesem Online-Kurs oder mit den E-Books und du findest da drin ganz viele leckere Sachen. Ich zeige dir hier mal ein paar Rezepte. Also es gibt Eis, es gibt Kuchen, es gibt Rohkost, vegane Pommes. Das ist eine Mango mit Joghurt. Aber in der Rohkost-veganen Küche gibt es fast alles. Und man muss ja nicht 100% gleich Rohkost leben, aber es ist eine super Sache. Und ich hatte jetzt zum Beispiel so einen grippalen Infekt und bin den nach dem Tag wieder losgeworden. Du hörst vielleicht, ich bin noch ganz leicht heißer, aber ja, du kriegst halt viel, viel weniger oder gar nichts mehr an Infekten und du wirst es auch schneller los, falls du doch mal eins hast. Möchtest du noch mehr über gesunde Ernährung wissen? Dann lass dir keinen meiner Videos mehr entgehen und abonniere jetzt meinen Kanal. Drück dafür einfach auf den Abo-Knopf, den du eingeblendet findest. Ich würde mich natürlich auch freuen, dich auf meiner Webseite begrüßen zu können. Ich denke, du kannst sicherlich sehr viel von den vielen verschiedenen Impulsen da profitieren. Aber jetzt wünsche ich dir natürlich erstmal gute Besserung oder deinen Lieben, je nachdem, für wen du diesen Video geguckt hast. Also dir alles Gute, erhol dich schön und bis dahin alles Liebe, deine Cordula.